Hallo meine Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2. Heute werden wir mal mit einem Volvo unterwegs sein. 540 PS. Yes! Und was ist der Maximus? Naja, der Beste, ne? Besser. Ja, auf jeden Fall. Gut, wir werden einfach mal hier oben in Baltizi wieder unterwegs sein. Wir haben immer noch Schnee hier drinnen, wir haben immer noch den Tannenbaum und grüßen unsere Edeltraut. Den Tannenbaum werden wir auf jeden Fall die nächste Zeit mal rausschmeißen. Gut, dann mit Weihnachten. Und dann fahren wir mal gemütlich los. Oh. Ach, nicht vergessen, Licht ans Fahrzeug. Hier raus oder was? Ah. Irgendwie schon cool aus, oder? Das ist ein geiles Gerät hier. Achso, ich wollte ja die Bremse ein bisschen verstärken. Wie viele Kilometer haben wir jetzt? 260. Bevor wir hier großartig Probleme machen, gehen wir nochmal bei Gameplay. Und dann würde ich mal sagen, wo haben wir denn hier Bremse? Bremsstärke, ich glaube, ein bisschen höher setzen. So. Gucken wir mal. Ob er jetzt nicht zu dolle irgendwo versucht zu bremsen. Werden wir ja gleich sehen. Alles klar hier. Boah, da marschiert er ordentlich ab hier. Minus 1 Grad haben wir hier. Jetzt gerade die ganzen Klopsköpfe kommen. Ist ja immer so, oder? Ja. Oh, alles klar. Okay. Ach, schön. Herrlich. Wie man so sagt, ne? Sollten aufpassen, dass wir nicht so schnell fahren. Ja, gut. Der Motor ist ja auch ziemlich beherrschend, ne? Also als Zaunkulisse. Da denkt man ja sowieso, man fährt ein bisschen schneller. Oh, hier, hier, ein bisschen aufpassen hier. Dass wir hier noch Unfall bauen. Rüber, komm. Augen zu. Ah, gut, haben wir geschafft. Ekliges Wetter. Wie es jetzt momentan auch ist. Winterlich. Ich freue mich wieder, wenn wir dann wieder den Winter überstanden haben. Auch jetzt in der richtigen Zeit. Bin jetzt nicht so ein großer Freund von Winter. Gerade wenn man Weihnachten hat und da liegt kein Schnee. Ja, und man dann eigentlich nach Weihnachten erst den Schnee wieder hat. Da, wo keiner mehr so richtig gebrauchen kann, wo es denn wieder Januar losgeht mit der Arbeiterreihe. Also ich denke mal, wenn ich das Video rausbringe, ja, es wird der zweite sein. Ja, da bin ich wieder unterwegs, da bin ich wieder auf Arbeit, genau. Da geht's wieder los. Nichts mit großartigem Urlaub zu Hause rumschimmeln. Ich hab da Terminfracht aller Herren Länder. Gut, wenn das Video rauskommt, bin ich wahrscheinlich schon wieder zurück von der Arbeit. Los, komm, Baby. Oder mache gerade Feierabend. 16 Uhr bin ich ja dann wieder zu Hause. Um 3 Uhr mache ich Feierabend. Dafür muss ich die anderen Tage die Zeit rausarbeiten.
voll zu kriegen, ne? Ja, so gefällt er mir eigentlich noch besser, ne? In dem Gelb hier. Als in den kompletten Schwarz. Manche Autofahrer sehe, gibt halt die und die, ne? Einige, die dann zu vorsichtig sind, denn den ganzen Verkehr ja aufhalten und einen anderen Fahrer quasi dazu nötigen, ihn ja zu überholen. Aber wenn jeder so eine angemessene Geschwindigkeit, gut, jeder hat auch ein anderes Empfinden, ne? Wann ist eine angemessene Geschwindigkeit, und es hat natürlich auch was mit dem Auto zu tun. Wenn ich hier ein Auto habe, was so eine Spalttabletten hat, ja, oder nicht mehr die neueste Technik drin, ja, kein richtiges ABS und alles sonstige Sachen, Helferchen, die fahren natürlich ein bisschen vorsichtiger, oder wenn die Reifen abgefahren sind. Tankstelle hier abfahren. Oh, was ist jetzt los? Ja, 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 du hast du gar nicht gesehen, Mensch. Du bist doch viel weiter hin. Wir fahren einfach nur die Tankstelle hier ab. Das ist jetzt. Sagen wir mal, kommen die jetzt gar nicht, oder was? Ach, wegen der Polizei hier, oder? Ich denke mal, wir haben schon einen ordentlichen Teilbereich hier schon abgefahren. Na, bleibe stehen, bleibe bloß stehen. Oh, mal Tempomat wieder rein. Dass der Körperklaus da vorne nicht so ein Langsamfahrer ist. Aber schnelles Fahren im Winter ist natürlich genauso gefährlich. Der übertreibt es nochmal maßlos hier mit seinen 50 km/h. Ja, 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 da war Glatteis gewesen. Deswegen bin ich ein bisschen rübergeschlittert. Das Schlimme ist ja, wenn du wirklich überholst im Winter und die ausgefahrenen. Toll. Er ist genauso ein Ivy. So, Warnblinker. Hashtag Gaffer. Wo
was hier wieder los ist hier. Ah, hier ist ja auch wieder ordentlich was kaputt gegangen, oder? Oh, komm, 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 komm. Der Audi wieder total zerschrotet hier. Ich habe die nachfolgenden Fahrzeuge erstmal gewarnt. Hier ist was. Ah, lieber ein bisschen langsamer hier. Dass ich hier noch außer Kontrolle bin. So, was haben wir noch? 170 Kilometer. Ich sollte mich mal ein bisschen beeilen. Hier ist der nächste Unfall, also hier muss wirklich verdammt glatt sein. Mann, 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 Mann. Wie schon gerade. Oh, ist da ein Kreisverkehr? Meine Güte, was blinke ich denn hier? Wir kommen gar nicht so richtig auf den grünen Zweig hier, ne? Ersten Tag wieder arbeiten. Ich nehme das jetzt hier am 28. auf, nur mal so als Info, weil ein paar Tage, die ich dann noch ein bisschen frei habe, also ich habe jetzt hier den Freitag frei genommen, weil ich noch genug Resturlaub habe, also ich nehme quasi, ich glaube, 13, 14 Tage Resturlaub mit ins neue Jahr 2019. Was für mich auf Arbeit erstmal ein bisschen wieder Umgewöhnung, wenn du irgendwas bearbeitest, dass du in 2019 schreibst. Schon wieder ein Unfall. Ey, das ist doch hier nicht mehr am Mäusemelken hier, ist doch andauernd hier irgendwelche Autounfälle. Krass. Unfälle am laufenden Band hier. Winter. Junge, 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 Junge. Ja, so ist es dann wieder. Ich hoffe, dass mir sowas dieses Jahr nicht passiert. Obwohl ich doch schon sagen muss, umso älter man wird, umso ruhiger ist man unterwegs. Ja, aber ich bin dann schon wieder froh, wenn diese kalte Zeit, gerade wenn du früh ins Auto einsteigst, ja, und es ist so arschkalt, ja. Ich habe ja Ledersitze im Auto, muss ich jetzt auch nicht haben, ja, also beim nächsten muss ich jetzt nicht unbedingt Ledersitze haben. Ja, da reicht mir auch, ja, ganz normale Stoffsitze. Braucht nämlich auch erstmal eine Weile, bis dann die Sitzheizung richtig ja, den Arsch warm macht oder den Rücken, wo es dann langsam gemütlich wird. Sitzheizung, auch wenn ich Stoff hätte, würde ich auch gerne eine Sitzheizung im nächsten Auto drin haben wollen. Und ja, aber das ist ein Sitz zwar da wie so ein Gixi. Erstmal nicht hinten am Sitz anlehnen, erstmal so nach vorne geneigt zum Lenkrad, so, ist kalt. Ja, herrlich. Ah, jetzt wollen wir wenigstens auch die durch hier. Ich überlege, man sitzt jetzt hier, so ein LKW fährt eine Runde und dann weißt du, du musst Pause machen, der LKW kühlt sich aus und du hast dann eine Standheizung drin. Aber trotzdem, ne? So, der Kunde wartet, dann lass ihn warten. Ach, ein Kollege mit einem Volvo. Na ja, dann. Du, morgen kommt er nur noch mal den, der alte Volvo. Cruise war nämlich hier lang. Das
Zeit wieder für ein anderes Legelchen, ne? So, da vorne haben wir hier so einen Kritzkorb hier. Könnte 80 fahren, ja. Aber nee. Fährt er hier mit 60 oder so? Kann doch alles nicht Warzenschwein sein. Jetzt haben wir wieder so ein Trottelchen. Ah, der muss aber jetzt. Boah, schon wieder ein Unfall. Ey, das ist so glaube schon der vierte oder fünfte Unfall hier. Audi. Die Audi-Fahrer. Fipsoi. Was macht denn der da vorne? Kommt der irgendwie nicht aus dem Tee oder was? Was bremst denn der Trottel? Da ist noch ein Volvo. Oh, überholen wir nichts. Das scheint Mercedes-LKW vor uns zu sein. Aber der wahrscheinlich auch nicht die richtige Bereifung am Start hat. Der fährt jetzt nicht geradeaus. Ja, ich würde den LKW noch anhalten. Du siehst, dass alles frei ist. Ach, der fährt ab. Super. Mensch, Mensch, Mensch. Die Kunden warten, weißt du, und dann passiert so ein Eimer am Start. Herrlich. Jetzt ist wieder freie Fahrt für Maximus. In diesen schönen, beschaulichen Gegend hier oben. Was haben wir denn eigentlich noch? Wir haben 35 Kilometer. Okay. Das passt. Edeltraut, die ist hochfroh, die hat selbst im Winter noch ein Kleidchen an. Das nennt man Härte. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wenn ihr wirklich, wenn es zu kalt ist, dann rennen ja wirklich ein paar Mädels mit so Röckchen rum. Da haben die ja so eine Strumpfhose, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Strumpfhose da irgendwie so, ja, so warm sein soll. Also ich hatte selbst noch keine Ahnung. Also, eingeblinkt war in den Kreisverkehr. Ja, aber nicht so clever. Ach, schon minus 2 Grad jetzt. Scheint wohl für hier oben in den baltischen Ländern aber doch sehr mild noch zu sein, ne? Ich weiß ja nicht, was da jetzt großartig Kälterekorden da immer passiert, aber guck mal hier, den Weg bin ich noch gar nicht gefahren. Aber wir
wieder was frei erkundet. Feuerwehr im Einsatz gewesen, hätte ich dann natürlich durchgelassen, aber so war sie jetzt nicht im Einsatz. Was ist das hier? Nee, das ist Refung. Warum rollt denn der immer nach hinten? Yes, wir haben es geschafft. So, Freunde, wir haben es geschafft mit dem LKW. Und dann würde ich sagen, wenn euch das gefallen hat, könnt gerne ein Däumchen da lassen. Ich mache aber erstmal einen Fisch. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.